Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Dieses Mal geht es wieder um War Thunder. Und das Video ist entstanden kurz nachdem ich mein anderes Video produziert hatte, wo ich mich über die Groundstrike Missions ausgelassen habe. Und die Videos gehen eigentlich Hand in Hand. Ich hätte das Video normalerweise dran geschnitten, aber da das andere Video schon fertig war und hochgeladen war, habe ich das jetzt halt eben einfach behandle ich das als Einzelvideo. Und ich habe in meinem anderen Video, wo ich schon über Groundstrike Missions und deren Probleme oder die Probleme des Modus gesprochen habe, habe ich auch schon den Domination-Modus erwähnt. Und genau hier findet das statt, was ihr früher hattet. Oder was man früher hatte. Was ich auch jetzt festgestellt habe, ist, ich spiele... Also den meisten Spaß habt ihr eigentlich, wenn ihr Flugzeuge spielt, die so ein Battle-Rating von 3 bis maximal 3,7 haben. Weil, ich sag mal, ich will nicht sagen, ihr klatscht Schnoops, das wäre total falsch. Aber dort sind die Leute, ich sag mal, nicht ganz so extrem vorsichtig. Wenn ihr extrem hohe Matches spielt, dann sind die Leute extrem vorsichtig, weil halt eben die Flugzeuge relativ hohe Reparaturkosten haben. Und das Ganze ist so steif. Das klingt komisch, aber ich sag mal, ihr werdet das in dem Modus jetzt gleich sehen oder in dem Video gleich sehen. Gerade die unteren Tiers, also so, das sind so 2er bis 3er, aber wie gesagt, das Battle Rating ist ja entscheidend, der Rang, also nicht 2 oder 3. Wie gesagt, ich fliege nur Flugzeuge bis 3,7. Ich würde das mal so vergleichen mit früheren Battles, so bis Tier oder Rang 8, Rang 8, 9 vielleicht, 10 vielleicht noch, aber so um den Dreh, Rang 8, 9 passt eher. Und hier habe ich tatsächlich den meisten Spaß. Und ihr werdet es auch gleich sehen, für die Leute, die natürlich Historical... Ich muss mich doch daran gewöhnen, Realistic Battles zu sagen. Für die Leute, die Realistic Battles spielen, für die ist das nichts. Und das kann ich auch absolut verstehen. Aber die Leute, die mich kennen, ich habe meinen Spaß an Realistic Battles und ich spiele die aber auch ab und zu. Aber mein Fokus wird immer auf Arcade bleiben. Bei Panzern wahrscheinlich nicht. Da werde ich wahrscheinlich hauptsächlich Realistic Battles spielen. Einfach aus dem Grund, weil ich hoffe, dass dort auch dann keine Marker sind und so weiter. So eine Silhouette um den Tank. Aber hier geht es halt echt darum... Es ist halt einfach leichtherzig und macht Spaß. Hier fliegt ihr mit euren Flugzeugen rein, knallt halt 3 Flugzeuge ab und bums. Dann sterbt ihr und dann geht ihr wieder raus, wechselt ins andere Flugzeug. Und es ist halt einfach das. Der Titel des Videos trägt ja auch den wundervollen Namen Herz des Arcades. Ich finde, das ist wirklich das, was wenn ihr einfach nur kurz Spaß haben wollt für 20, 30 Minuten oder so, springt ihr ein paar Arcade-Battles in dem Bereich. Und wenn ihr dann Domination habt, dann habt ihr das Spielgefühl wie früher. Und das ist halt einfach wirklich fantastisch. Ich hatte seit langer, langer Zeit mal wieder wirklich, ich sag mal, Spaß in Arcade-Battles. Und war sehr, sehr überrascht. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich gelacht habe. Wie es mir doch einfach egal war, dass ich irgendwelche Head-on-Passes gemacht habe, die man ja nicht machen sollte. Aber mir war es egal. Ich bin halt einfach vorangeflogen, habe dann verloren. Hier kommt jetzt, glaube ich, einer. Da habe ich ultra hart gefailt, viel zu spät geschossen und hätte natürlich höher zielen müssen, aber der Angreifer, der eben von oben kommt, hat immer den Vorteil. Und mir ist es egal. Mir ist es egal, die Dinger kosten nichts. Und dadurch, dass ich jetzt, sag mal, hier ein komplettes Premium-Setup habe, was so da reinpasst bei den russischen Dings, mache ich genauso viel RP, wie ich mit Rang Battle, mit Rang irgendwie, keine Ahnung, 4er-Maschinen machen würde, die ein Battle-Rating von was weiß ich, 4,5 oder so haben. Das ist egal. Ich mache genauso viel Dings und das ist halt einfach, das macht halt einfach Spaß. Und ihr merkt auch schon, während ich so gerade kommentiere, das ist das, was für mich bei War Thunder Groundstrike Missions. Ground Forces, Groundstrike. Ist alles sehr, sehr durcheinander und ähnlich, was mir da halt einfach fehlt. Und das ist halt einfach schade. Aber gut. Wie gesagt, das ist das Herz des Arcades. Ich habe unglaublich viel Spaß daran. Ihr werdet bestimmt wieder ein paar mehr Videos sehen. Ich hoffe, dass die Ground Forces bald starten. Und dann schauen wir mal, wie sich das ganze System innerhalb von War Thunder reguliert, wie es funktioniert und so weiter. Was jetzt auch bald kommen soll, ist ja zum Beispiel auch Crossplay zwischen PlayStation 4 und Dings. Darauf bin ich auch sehr gespannt, denn meine PlayStation 4 dürfte auch bald kommen. Dann könnt ihr euch, kann ich euch davon auch mal so ein bisschen was zeigen. Mal sehen. Aber gut.
Das war jetzt wieder eher eine Art Vlogform. Jetzt fange ich mal an, das Spiel zu kommentieren. Ich kommentiere irgendwie lieber über allgemeine War Thunder-Themen, als ich das eigentliche Spiel kommentiere. Aber das muss ja auch mal sein, ihr kennt mich ja. Hier bin ich auf jeden Fall jetzt mal in meine Kitty Hawk gestiegen. Die macht mir unglaublich viel Spaß, die ist super. Die hat natürlich dadurch, dass die halt eben keine Kanone hat, fehlt ihr so ein bisschen die Durchschlagskraft. Aber auf den Rängen geht das noch, finde ich, weil die Flugzeuge halten nicht so viel aus. Ihr könnt sogar teilweise Bomber auseinandernehmen, wie jetzt zum Beispiel eine Wellington oder ähnliches. Das heißt, da muss man dann nicht so viel Angst haben. Ich habe gerade früher war die, vor allem wenn ihr keine Stealth-Munition drin hattet, die Stealth-Munition hilft unglaublich, weil wenn ihr mit Kanonen ein paar Mal trefft und ihr keine Stealth-Munition drin habt, dann ist meistens das Flugzeug sehr, sehr stark beschädigt. Hier gehen wir jetzt auch auf die P-400. Aber bei ich sag mal, das Überraschungsmoment, wenn ihr mit Stealth-Munition und den kleinen MGs angreift, ist dann doch schon deutlich besser und ihr habt ein paar längere Möglichkeiten. Ihr habt länger Zeit, um eure Schüsse in den Gegner zu versenken. Deswegen immer Stealth-Munition mitnehmen. Mein großer Tipp. Schauen wir mal, was nehmen wir? Wir haben einiges, Bowfighter, Jax natürlich, eine S6F, ich drehe hier schön meine Rollen. Und jetzt gleich kommt was, was ich meinte, was es früher halt oft gab, was es eben auch nur, ich sag mal, in niedrigrangigen Spielen gibt. Ich glaube, es kommt jetzt schon. Dieser Furball-Effekt, das heißt, ihr seid halt... Oh, da ist er abgestürzt. Ah, nee, das ist... Oder ist das jetzt schon da? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, ich sag mal, ihr habt halt dieses... Oh, da müssen wir aufpassen. Sollen wir wirklich nehmen? Wow, schade, ich wollte gerade noch ausweichen. Leider nicht funktioniert. Aber ich sag mal, dieses im Kreis knubbeln und so... Das gibt's halt auf den höheren Rängen nicht und das ist halt einfach lustig manchmal, ja. Ihr könnt euch natürlich auch entscheiden, da rauszuhalten, aber einfach mal da reinzufliegen, bam, 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 zwei, drei Kills abzuräumen, dann werdet ihr selber getroffen und ach, das ist halt einfach, da geht einem das klassische Arcade-Herz auf. Nee, Quatsch. Die kleine Ishak liebe ich natürlich auch. Die ist super, die hat ein relativ hohes Battle-Rating, ich glaube von 3,7, also ist schon relativ krass, aber die ist natürlich auch sehr, sehr stark, ultra-wendig. Und dementsprechend auch sehr, sehr gefährlich, weil sie ja die zwei Kanonen hat. Aber natürlich auch sehr, sehr fragil, also das darf man nicht vergessen. Deswegen keine Head-on-Passes machen, wenn ihr es vermeiden könnt. Ich sag das immer, aber ihr seht in jedem Video Head-on-Passes. Das ist halt einfach so. Eines meiner ehemaligen Lieblingsflugzeuge ist da gerade eben down gegangen. Die D520, die habe ich geliebt. Da ist sie. Nee, die ist ja noch ganz staun. Kriegen wir die Jack? Schauen wir mal. Die weicht aus. Aber keine Chance. Da hat er sich verkalkuliert. Ich bin deutlich wendiger und konnte natürlich ohne Probleme ihm folgen. Aber wir waren bei der D520. Die ist wirklich super. Das einzige Problem ist, warum ich die nicht mehr fliege, ist, der fehlt halt unglaublich viel Feuerkraft. Die hat nur eine Kanone und kaum MGs. Ist halt einfach zu schwach. Aber trotzdem. Und hier kam die Air Cobra. Ich habe mir das während des Spiels schon gedacht, oh, wo kommt die denn her? Die kam halt schön aus der Sonne, ich habe das nicht gesehen und hat mich sofort mit einem Mal weggefetzt natürlich. Eine 37mm Kanone auf eure Ishak. Ihr habt keine Chance. Aber es passiert halt. Aber wie gesagt, die Kosten sind ohnehin kein Problem, weil es kostet eh nichts. Da konnte ich mich nicht entscheiden, was nehme ich jetzt? Habe ich mich für die Chaika entschieden. Mit ihren Raketen. Mal schauen, ob wir noch in time zu den Gegnern kommen. Es wird schwierig werden. Die MC-202 sieht natürlich yummy yummy aus, aber die können wir leider nicht omnomnommen. Die Typhoon? Ja, vielleicht noch. Reicht die Zeit noch? Oh, ja, vielleicht. Oh, nein. Leider nicht. Aber, die wären vielleicht noch reingegangen, aber da war das Match leider vorbei. Ja, kein besonders großartiges, spektakuläres Match, nur 5 Kills, aber trotzdem sollte euch halt demonstrieren, wie schön War Thunder Arcade noch sein kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann.